Mr. Sanford, ich decke Bereiche wie Steuerwesen ab und Einmischung der Regierung in die freie Marktwirtschaft. Das ist mir bewusst. Aber ganz ehrlich, bei dem Ruf, den Sie sich erarbeitet haben, haben wir nur nach einer Ausrede gesucht, Sie zu engagieren. Okay, hören wir es uns an. Frauen, unsere Umfragewerte zeigen, dass wir nicht gut ankommen bei den weiblichen Wählern. Deshalb wollen wir die Sichtweise ändern. Weg von Müttern, die ihre Kinder durch Waffen verlieren, hin zu Müttern, die ihre Kinder mit Waffen verteidigen. Von der misshandelten, ängstlichen Ehefrau hin zur mutigen, die ihren Mann das Fürchten lehrt mit einer 38er. Waffen als Ausdruck weiblicher Selbstwirksamkeit. Wie heißt es so schön? Gott erschuf den Menschen. Samuel Colt macht ihn gleichberechtigt. Ja. Nun, Liz, überlegen Sie. Eine neue Organisation. An Frauen gerichtet, die abgeschreckt werden von der Härte der Verfechter des zweiten Zusatzartikels und von unserer Zugehörigkeit zur politischen Rechten. Aber ohne Verbindung zu uns, ohne Altlasten, ohne offenkundige Haltung zu Waffen. Ja? Und Sie bauen sie auf und Sie forcieren Ihre Agenda und Sie verwandeln langsam aber sicher Ihre Anhängerinnen, eben diese Frauen, in Wächterinnen des zweiten Zusatzartikels zu unserer Verfassung. Wie jetzt? Mütter für ein sichereres Amerika? Erschaffen, indem wir auch die letzte Bürgerin noch bewaffnen. Tara! Liz, wir... Herrgott, ist das der Ruf, den ich genieße? Goldmedaillengewinnerin am ethischen Schwebebalken? Ich sehe kein ethisches Problem darin, ein Thema neu auszuleuchten. Auf weiblichen Stimmenfang zu gehen, dadurch, dass sie der Waffenlobby ein hübsches, reinweißes Rüschenkleid überziehen, ist so hohl. So eine Idee fällt nur einem Haufen alter Männer ein. So war es nicht. Es ist meine eigene Idee. Und mein Rat ist, sie ohne jegliches Hadern zu begraben. Um welche Uhrzeit schlafen Sie ein? Kommt drauf an, ich schlafe viel. Um wie viel Uhr sind Sie gestern eingeschlafen? Haben Sie überhaupt geschlafen? Es sind nun mal hektische Zeiten für uns. Sie wissen auch ohne Arzt, dass Sie sich mit der Arbeit ein frühes Grab schaufeln. Die langen Tage... Okay, auf welcher Nummer haben Sie mich eben angerufen? Ihre Privatnummer. Das Handy ist aus, der Kakao steht auf dem Herd, das Buch liegt auf dem Nachttisch. In weniger als 2 Stunden schlafe ich. Danke für den Anruf, Doc. Von den Republikanern der Grenze in Kalifornien unterstützt sie. Okay. Lobbyarbeit bedeutet Voraussicht. Die nächsten Schritte deines Widersachers vorauszuahnen. Jetzt ist sie unser Feind. Und Gegenstrategien zu entwickeln. Wie in aller Welt hat sie das hingekriegt? Du bist so abgebrüht, Sloan. Ich bin angetreten, um zu gewinnen. Und ich werde jedes mir zur Verfügung stehende Mittel einsetzen. Du willst dich mit der Waffenlobby anlegen? Wir sind über 5 Millionen und wir sind bewaffnet. Leiten Sie eine Untersuchung ein. Sie landen wegen Missachtung des Kongresses im Gefängnis. Um zu gewinnen, treibt man seine Gegner vor sich her. Wir müssen sie persönlich demontieren. Sie kennen das Wort annihilieren? Das bedeutet vollständige Zerstörung. Das hier ist wichtiger als meine Karriere. Sie ist unberechenbar. Du gehst zu weit. Genial. Verwanzen und abhören. Und absolut einzigartig. Es bedeutet, sie zu überraschen und sich nicht überraschen zu lassen.